Moin moin ihr Filmsuchtis und es ist wieder soweit für die Film-News hier auf Nerd und das sind die Themen der Woche. Captain America wird wohl zu The Nomad, Mask bekommt einen eigenen Kinofilm und erstes Poster von Halloween ist erschienen. Das war's. Das war es lange noch nicht, nämlich in 4 Tagen beginnt das Highlight in diesem Jahr im Kino und das ist natürlich der Avengers Infinity War. Ja, und gerade selber die Regisseure, die Russo Brothers, haben auf Instagram mal ein Bild geteilt, geleakt, was ja schon ziemlich viele spekuliert hatten, was ja auch in den Comics auch der Fall ist. Chris Evans ist The Nomad. Ja, ist das eine falsche Fährte oder ist das wirklich vielleicht, dass das passieren könnte im MCU, was manchmal abweicht von den Comics? Das könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zu 70% eintreten wird. Der andere Part, der auch noch wahrscheinlich kommen wird, ist ja Jeremy Renner als Ronan, der eigentlich eher bekannt ist als Hawkeye. Das ist ja auch die Spekulation, dass der da zurückkommen wird, weil er ist ja natürlich auch nicht auf dem Poster, aber das wäre ja auch mal ein Highlight, weil viele Sachen werden ja auch nicht verraten, sonst wäre es ja auch irgendwann zu langweilig. Kommen wir zur nächsten News. Nachdem der US-Spielwarenkonzern Hasbro bereits sein Spielzeug Transformers als auch G.I. Joe auf die große Leinwand gebracht hat und besonders die Transformers-Reihe dem Konzern Millionen eingebracht hat, möchte man diesen Erfolg mit der nächsten Verfilmung fortführen. Die Rede ist vom Spielzeug bzw. der Zeichentrickserie aus dem Jahr 1985, Mask. Einer Geheimorganisation unter der Leitung von Matt Tracker, die es immer wieder mit dem Erzfeind von Venom zu tun bekommt und dabei auf besondere Spezialfahrzeuge zurückgreifen können. Doch das war es voraus an Neuigkeiten, dazu gibt es momentan weder einen Kinostart, noch ist zum Cast etwas bekannt, sondern lediglich, dass Fast and Furious Regisseur F. Gary Gray auch hier die Regie übernimmt. Ich bin ja ein 90er-Kind und in den 80ern bin ich ja geboren, also Ende 80er. Das war ja gerade noch so meine Zeit, ich kann mich nicht mehr so dunkel daran erinnern, aber trotzdem, das waren einfach geile Trickserien. Und wenn das dann umgesetzt wird als Realversion, was ja auch bei Transformers richtig geklappt hat, dann bin ich sehr gespannt. Was sagt ihr denn dazu? Ab in die Kommentare damit. Laut ComingSoon.net kam ja heute die Nachricht rein, dass leider der kleinwüchsige Schauspieler Verne Troyer, bekannt vor allem als Mini-Me aus den Austin Powers Filmen, im Alter von 49 Jahren verstorben ist. Da würden wir mal sagen, rest in peace, Verne. Vor ein paar Tagen erschien ja das neue Poster um Michael Myers, der nämlich jetzt zurückkehrt. Ja, 40 Jahre nach dem legendären Originalfilm muss sich Jamie Lee Curtis als Laurie Strode in Halloween dem maskierten Serienkiller erneut in den Weg stellen, nämlich Michael Myers. Und sorgt gemeinsam mit Blumhouse-Ikone Jason Blum, der ja bekannt ist für Get Out, Split und so weiter, dafür, dass die diesjährige Horrornacht zu einem einschneidenden Erlebnis wird. Über den Film kann man nur sagen, Age 40. In der legendären Originalbesetzung von 1978 stellt sich Laurie Strode, nach wie vor verkörpert von der unerschrockenen Jamie Lee Curtis, zum letzten Mal einem der nachhaltigsten Ungeheuer des Horrorgenres, dem maskierten Serienkiller Michael Myers, der seit 4 Jahrzehnten zuverlässig dafür sorgt, dass Laurie ebenso wie Millionen Fans in den Halloween-Nächten keinen Schlaf finden. 2018 bildet mit dem grausigen Jubiläum keine Ausnahme. Kinostart ist der 25. Oktober 2018. Gestern wurde bekannt, dass Sony Pictures und Roby Entertainment es nochmal mit The Angry Birds Movie 2 versuchen werden. Da wird es nämlich das so kommen, dass die fliegenden Vögel zurücksehen und sich gegen natürlich die grünen Schweine wieder auferlegen und sich zum Next Level beefen. Viele Sprachrollen aus den alten Cast werden wieder vorhanden sein, zum Beispiel Jason Sudeikis als Red, Josh Gad als Chuck und natürlich dann halt der Bill Hader, der König der Schweine. Dass natürlich eine Fortsetzung folgen würde, war natürlich abzusehen, weil Angry Birds, der Film, war in 50 Ländern einfach ein Hit. Das Spiel wurde allein ja schon 4 Milliarden Mal runtergeladen und der Kinostart für Angry Birds Movie 2 ist der 20. September 2019. So, ihr Filmsüchtigen, das war die News für diese Woche gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Verpasst halt einfach hier nichts mehr auf diesem Kanal. Filme, Vlogs über Conventions, irgendwelche Comic-Läden und natürlich Unboxings zu Nerd-Sachen, Nerd-Reviews und so weiter könnt ihr hier sehen. Und wenn ihr natürlich Bock habt, könnt ihr natürlich auf mein Gewinnspiel teilnehmen. Road to 1000 sieht gut aus, werden wir wahrscheinlich schaffen als Hashtag Nerd-Squad, Hashtag Nerd-Army. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, ne, bis dann und ciao und BAM!